Hier habe ich ein besonders schönes Gedicht für euch. Hört gut zu und wenn ihr mit der Zeit mitsprechen könnt, tut es einfach. So wie ihr es aus dem Unterricht kennt. Es wäre sehr schön, wenn wir nach der Corona-Zeit alle zusammen dieses Gedicht sprechen könnten. Es heißt Waschbärs Waschsalon. Hinterm alten Wasserstauwehr wohnt ein kleiner Wassersaubär. Alle Tiere der Region lieben seinen Waschsalon. Körbe bringt man ihm und Taschen voll mit Wäsche, sie zu waschen. Ob nun Feines, Buntes, Grobes, jedermann ist voll des Lobes, wie dem Bären es gelingt, dass der Schmutz nach außen dringt. Dank des Wäscheklammeraffen ist die Arbeit gut zu schaffen. Dieser hilft als Volontär, bis die Wäsche ringsumher an der Leine lustig flattert und im Wind sich trocken knattert. Abends steht das Affenwesen hinter Bärens Ladentresen, reicht dem Kunden seine Ware, in die Kasse fließt das Bare. Auch der Affe kriegt Salär, dies, obwohl er Volontär. Weil die Wäsche so schön bleich, wurde unser Waschbär reich. Schmutz zu lösen war sein Streben und der Sinn in seinem Leben. Rein sollt sein das Lebenswerk, diesen galt sein Augenmerk. Doch der Wäsche tiefe Reinnis bleibt ein Waschbärwerksgeheimnis. Mit freundlicher Genehmigung von Gerd Geiser.